Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Anne Gellinek. Guten Abend. Heute ist Tag 5 nach dem Angriff der islamistischen Hamas gegen Israel. Immer mehr Details kommen ans Licht darüber, mit welcher Kaltblütigkeit die palästinensischen Terrorkommandos ihren Überfall geplant und ausgeführt haben. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant zeigte heute bei einem Treffen der NATO ein schockierendes Video der Gräueltaten an israelischen Zivilisten. Die NATO, der Deutsche Bundestag samt Kanzler und die USA, sie alle, bekräftigten heute, dass sie mit Wort und Tat an der Seite Israels stehen. Und doch ist es ein schmaler Grat. Israel habe jedes Recht, sich militärisch zu verteidigen, müsse dabei aber die Verhältnismäßigkeit beachten, übersetzt an die Zivilbevölkerung in Gaza denken, mahnen Verbündete. Die Sorge, dass sich der Konflikt zu einem Krieg in der gesamten Region entwickelt, wächst. Luc Walport berichtet aus Tel Aviv. Gedenken heute Abend im Zentrum von Tel Aviv. 1390 Kerzen, Erinnerung an die Opfer der Hamas-Terrorattacken. So viele junge Menschen sind gestorben. Wir verstehen noch gar nicht richtig, was da eigentlich geschehen ist. Und es ist noch nicht vorbei. Schwere Tage auch für ihn. Armeechef Halevi muss seine Truppen auf einen wahrscheinlich verlustreichen Waffengang vorbereiten und schwere Fehler eingestehen. Wir sind für die Sicherheit der Bürger Israels verantwortlich. Das haben wir am Samstagmorgen am Gazastreifen nicht geschafft. Die Suche nach den Ursachen muss warten. Der Aufmarsch an der Grenze zum Gazastreifen ist wichtiger. Die Mission Hamas so weit ausschalten, dass keine Gefahr mehr von den Terroristen ausgeht. Alle hier wissen, wie schwer das wird. Auch in der Knesset ist jetzt nicht die Zeit der politischen Aufarbeitung. Oppositionsführer Gantz wurde heute als Mitglied des Kriegskabinetts vereidigt, begleitet von markigen Worten des Regierungschefs. Wir werden mit voller Härte gegen diese verdammten Mörder, diese Raubtiere vorgehen. Wir werden sie von der Weltkarte auslöschen. Was das heißt, erfahren die 2 Millionen Bewohner des Gazastreifens seit 5 Tagen. Unzählige Gebäude zerstört, mehr als 1000 Tote, über 130.000 Obdachlose, Leid und Entsetzen. Unser Haus hatte 6 Etagen. Gestern gingen wir schlafen, dann stürzte plötzlich das ganze Haus ein. 7 Menschen sind jetzt tot und viele im Krankenhaus. Ich weiß nicht, wie es denen geht. Und die Luftangriffe dauern an, auch heute Raketeneinschläge. Wie viele Menschen hier in Gaza Hamas unterstützen, aktiv in der Terrorgruppe sind, ist schwer zu sagen. Dass Hamas diese Vergeltungsschläge durch die Terrorattacken provoziert hat, ist den meisten wohl klar. Eine Möglichkeit, ihr Schicksal zu ändern, haben sie kaum. Neben der Zerstörung droht eine akute Versorgungskrise. Es gibt kaum noch Brot. 3 Stunden musst du anstehen. Wir versuchen es überall in der Stadt, aber es gibt kaum noch was zu kaufen. US-Außenminister Blinken sicherte derweil dem Partner Israel die volle Unterstützung der USA zu. Noch während der Gespräche meldeten Medien israelische Raketeneinschläge in Syrien an den Flughäfen Damaskus und Aleppo. Wohl auch ein Signal in Richtung Teheran, dem syrischen Verbündeten. Wir haben eine glasklare Warnung an alle staatlichen und nichtstaatlichen Gegner, die glauben, sie könnten die aktuelle Krise für einen Angriff auf Israel nutzen. Lassen Sie es. Israel hat die volle Unterstützung der USA. Anschließend traf Blinken persönlich mit Überlebenden der Hamas-Terrorattacken zusammen. Ein emotionaler Moment. Luc Walport ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Guten Abend. Es gab heute viel Solidarität mit Israel, aber auch vorsichtige Mahnungen, was die Luftschläge gegen die Hamas in Gaza angeht. Haben Sie als Journalist die Möglichkeit, sich ein eigenes Bild davon zu machen, wie die Lage in Gaza im Moment eigentlich ist? Nein, das ist sehr schwer. Wir haben Kontakte natürlich, wir haben auch Mitarbeiter vor Ort. Auch die haben keinen Gesamtüberblick, aber die Zerstörungen sind gewaltig, das Leid auch sehr groß. Das Problem ist eben festzustellen aus der Ferne,
Israel sagt, es werden Hamas-Ziele getroffen. Es ist natürlich sehr schwer zu sagen, wo Hamas ihre Kämpfer versteckt. Wahrscheinlich, sicherlich auch hinter zivile Ziele. Sprich, sie nutzen möglicherweise Wohnhäuser, wo sie sich verstecken. Sie stellen Waffen oder Raketenwerfer auf hinter Gebäuden. Insofern sind das, um zynisch in der Militärsprache zu bleiben, Kollateralschäden. Aber die sind eben so gewaltig. Und da hat Blinken eben auch, der amerikanische Außenminister, heute sicherlich in den Gesprächen darauf hingewirkt, dass man aufpassen muss, dass das nicht zu einer Solidarität in der gesamten arabischen Welt gegen Israel und USA und damit zu einem Flächenbrand führt. Das ist, glaube ich, die große Sorge der Amerikaner und auch der Verbündeten Israels. Und wie kommen diese Mahnungen der Verbündeten jetzt in Israel an, nach Verhältnismäßigkeit? Gibt es angesichts der fürchterlichen Verbrechen der Hamas überhaupt Raum dafür, in Israel über das Leid der Zivilisten in Gaza und über die Folgen einer möglichen Bodenoffensive überhaupt nachzudenken? Es gibt diese Stimmen, es gibt auch hier in Israel Menschen, die sagen, das kann jetzt nicht die Lösung sein, dass wir da 2 Millionen Zivilisten in Gaza in dieser Form angreifen. Aber zum einen sind die sehr vorsichtig, diese Stimmen, und zum anderen muss man einfach sagen, die Emotionen nach diesen Terrorattacken vom Wochenende sind hier in Israel so tief, der Schock so tief, dass das jetzt nicht der Moment ist, dass man über solche Dinge tiefergehend diskutiert. Das ist auch nachvollziehbar. Danke, Lück, nach Tel Aviv. Israel war bis zum letzten Wochenende ein beliebter Touristen-Hotspot. Wer letzte Woche noch arglos in den Urlaub flog, findet sich jetzt in einem verwundeten Land wieder. Die meisten internationalen Fluggesellschaften haben den Verkehr aus Sicherheitsgründen eingestellt. Auch die Lufthansa hat ihre Linienflüge vorerst gecancelt. Rund 5000 Deutsche wollen nach Hause. Die Rückholflüge organisiert das Auswärtige Amt. Es gibt viel Kritik bei denen, die noch warten, und viel Erleichterung bei jenen, die am frühen Abend in Frankfurt und München landeten. Barbara Luck berichtet. Kerzen brennen, Schweigeminute, tonnenschwere Stille. Gedenken für Israel, für die Opfer, Freunde, Verwandte, das Unfassbare. Aber da ist etwas, das alle eint. Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in München, ringt um Fassung, um Worte. Es scheint, als ringe sie um alles, als Präsidentin, als Jüdin, als Urgroßmutter. Ich habe meine Enkelin gebeten, sie soll mit ihren Kindern doch kommen. Sie hat gesagt, nein. Gestern hat sie mich angerufen, sie muss kommen. Die Kinder halten das nicht aus. Zeitgleich am Münchner Flughafen. Angehörige warten. Seit Tagen warten sie. Jana Lippert ist aus Dresden angereist. Ihr Mann und ihr Sohn haben den Patenonkel in Israel besucht. Dann das Wiedersehen. Wir haben eigentlich auch schon aufgegeben gehabt, über die Botschaft was zu machen, und waren schon auf dem Weg nach Jordanien selber. Aber im Endeffekt hat es dann doch noch geklappt. Aufatmen auch bei den Jugendlichen, die einen Freiwilligendienst in Israel absolvierten. Wir haben gestern sehr lange gebraucht, um die Flüge zu buchen. Und deswegen ist es jetzt eine Erleichterung, hier zu sein. Hallo! Danke, dass ihr die Flüge gebucht habt. Wirklich sehr aufreibend. Es war ein großes Durcheinander, weil wir kommen aus Tel Aviv. Und es war immer wieder so, dass immer wieder viele Raketen gekommen sind, viele Alarme. Auch am Frankfurter Flughafen brechen die Dämme. Ankunft, Heimkehr. Menschen ohne Worte liegen sich in den Armen. Gemeinschaft. Die Frau von mir fragte, sind wir außerhalb von Raketenreichweite? Weil das war die Angst. Nach dem, sagen wir mal, Fiasko dieser organisatorischen Ausreise, also es ist schön, wieder hier zu sein. Gemischte Gefühle, ne? Also ich wollte hier nicht wirklich kommen. Ich wollte in meinem Land bleiben. Aber der jetzige Zustand ist einfach schrecklich. Alle suchen, alle brauchen Hoffnung, auch an diesem Tag. Am Flughafen, vor der Synagoge in München. Und da ist etwas, das alle eint. So etwas erleben Hauptstadtjournalisten selten. Im Bundestag klatschten heute Abgeordnete der Opposition bei der Rede des Kanzlers. Und alle Fraktionen, also die der Regierung und die der Opposition, einschließlich der AfD, stimmten gemeinsam für eine politische Erklärung, in der sich alle Parlamentarier an die Seite Israels stellten.
Zumindest 90 Minuten lang schien die Spaltung des Bundestags aufgehoben. Über eine besondere Debatte in Berlin berichtet Dorte Färber. Der Bundestag in seltener Einigkeit an diesem Morgen. Den israelischen Botschafter empfangen sie hier alle mit starkem Applaus. Einstimmig beschließen die Abgeordneten, Deutschland müsse alles Notwendige und Erwünschte zur Selbstverteidigung Israels zur Verfügung stellen. Israel habe das Recht zur Selbstverteidigung. In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz, den Platz an der Seite Israels. Das meinen wir, wenn wir sagen, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Dann erklärt Scholz Staatsräson in der Praxis. Ein Verbot der Hamas und der radikalen Organisation Samidun in Deutschland zum Beispiel. Oder Diplomatie. Man spreche eben mit denen, die Einfluss im Konflikt haben. Ägypten, der Türkei und Katar. Den Kritikern solcher Kontakte und der Tatsache, dass wir sprechen, sage ich, es wäre unverantwortlich, in dieser dramatischen Lage nicht alle Kontakte zu nutzen, die helfen können. Fast alle, die heute ans Pult gehen, äußern sich empört über Hass und Hetze auf deutschen Straßen. Die Union wolle beim Kampf gegen Antisemitismus unterstützen, bietet Oppositionsführer Merz dem Kanzler an. Und dazu zählt auch das haben Sie dankenswerterweise erwähnt, dass wir alle Zahlungen an die palästinensischen Gebiete und Organisationen auf den Prüfstand stellen. Unser Maßstab muss dabei klar sein. Wer Israel vernichten will oder den Holocaust verharmlost, der darf kein deutsches Steuergeld mehr erhalten. Die AfD mutmaßt, dass Entwicklungshilfegeld missbraucht werde. Dass ein Teil dieser Raketen, ein Teil dieser von der Hamas eingesetzten Waffen womöglich mit deutschen Steuergeldern bezahlt wurde, ist ein unglaublicher Skandal. Und die Linke fordert eine Änderung der Iran-Politik. Wir müssen aufhören, Wissen und Technologie an den Iran zu exportieren, denn die Ingenieure hinter den Hamas-Bomben haben ihr Know-how aus dem Iran. Kein Streit im Plenum heute. Parteiübergreifend wird die Gewalt der Hamas verurteilt. Ich erwarte auch von muslimischen Verbänden in Deutschland eine klare Haltung und Distanzierung vom schrecklichen Terror der Hamas. Es geht nicht darum, dass zwei Streitparteien da gerade im Gange sind. Es geht um einen demokratischen Staat, der sich wehrt gegen blanken Terror. Deshalb gibt es keine Äquidistanz zu niemandem. Wir stehen nur an der Seite Israels. An der Seite Israels und vor schwierigen Gesprächen. Olaf Scholz empfängt im Anschluss den Emir von Katar. Das Land gilt als Geldgeber der Hamas. Nun soll der Emir bei der Freilassung der Geiseln vermitteln. Der Besuch des Emirs von Katar in Berlin war schon lange vor dem letzten Wochenende verabredet. Das schwerreiche Herrscherhaus soll Deutschland LNG, verflüssigtes Gas, liefern, damit die Bundesregierung kein Gas mehr in Russland kaufen muss. Der Emir von Katar ist aber auch einer der Hauptfinanziers des islamistischen Terrors, zum Beispiel der Hamas. Fragen wir nach in Berlin bei unserer Hauptstadtkorrespondentin Diana Zimmermann. Diana, das Mittagessen des Bundeskanzlers mit dem Emir von Katar, der ja immerhin die Führung der Hamas in Doha beherbergt, hat sehr viel Kritik ausgelöst. Warum hat Scholz ihn nicht einfach ausgeladen in dieser Situation? Es muss wohl Hoffnung gewesen sein. Olaf Scholz hofft, dass der Emir sich bei der Hamas für die Freilassung der 150 Geiseln, darunter 5 Deutsche, einsetzt. Dafür ist der Emir in einer günstigen Position, denn Katar ist einer der wichtigsten Unterstützer der Hamas. Dazu passt, dass Katar die Verantwortung für die Terroranschläge der Hamas ganz bei Israel sieht. Grund seien, Zitat, die ständigen Verletzungen der Rechte des palästinensischen Volkes. Museen des Landes waren gestern in den Farben der palästinensischen Flagge angeleuchtet. Da könnte der Unterschied zu Deutschland, wo Israel-Flaggen vor Regierungsgebäuden gehisst wurden und wo der Kanzler heute Morgen wieder von unverbrüchlicher Solidarität mit Israel sprach, kaum deutlicher sein. Aber Katar hat den Staat Israel anerkannt und pflegt enge geheimdienstliche Kontakte mit Israel. Und es sieht sich als Vermittler in dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Und so hat Scholz dem Emir mitgegeben, dass er die sofortige Freilassung der Geiseln fordert und dass die Verantwortung für die Geiseln allein bei der Hamas liege. Es gab nach dem Treffen der beiden keine PK, dafür aber die Absichtserklärung, man wolle in engem Kontakt bleiben. Und welches Interesse hat jetzt Katar an der Vermittlung, um die Geiseln zu befreien?
Katar spielt sehr häufig den Vermittler, zum Beispiel auch zwischen den USA und den Taliban, sich außenpolitisch ganz breit aufzustellen. Das war schon historisch eine Sicherheitsstrategie in diesem kleinen Land. Und heute sieht das konkret so aus, dass die USA ihre größte Militärbasis in der Region in Katar haben und eben die Führer der Hamas dort leben. Das Land enge wirtschaftliche Beziehungen zu Asien, insbesondere China, pflegt, Gas an uns verkauft. Und auch wenn das hier anders diskutiert wurde, war die Fußball-WM für den Emir ein Triumph im Inland und besonders im arabischen Ausland. Es ist ihm gelungen, die regionale Bedeutung Katars auszuweiten. Und der Erfolg gibt ihm recht. Die USA haben Katar schon am Samstag um Vermittlung in der Geiselfrage gebeten. Und auch Außenminister Blinken sagt dem Emir keineswegs ab, sondern reist morgen von Israel nach Doha. Also Bemühungen auf allen Seiten. Danke, Diana, nach Berlin. Und wir machen hier weiter mit den Nachrichten und Hanna Zimmermann. Und da geht es nochmal um das NATO-Treffen heute in Brüssel. Ja, ganz genau. Denn dort hat die NATO Israel neben Solidarität auch konkrete militärische Hilfe versprochen. Deutschland will Israel mit 2 Kampfdrohnen unterstützen. Geprüft wird außerdem die Lieferung von Munition für Kriegsschiffe. Und auch die Bedrohung durch Russland war Thema des Treffens. Für die neue Abschreckungsstrategie der NATO will Verteidigungsminister Pistorius künftig 35.000 Soldaten in sehr hoher Bereitschaft halten. Bei der Verkehrsministerkonferenz haben Bund und Länder keine Einigung über die weitere Finanzierung des Deutschlandstickets erzielen können. Die Länder hatten angekündigt, auch ab 2025 die Hälfte der erwarteten Mehrkosten für das Ticket zu übernehmen und fordern dies auch vom Bund. Dieser lehnt dagegen eine Finanzierung von Zusatzkosten ab. Auch bei der heute gestarteten Ministerpräsidentenkonferenz soll es um das Deutschlandticket gehen. Hauptthema ist allerdings die Asylpolitik. Innerhalb der organisierten Kriminalität in Deutschland steigt die Gewaltbereitschaft. Das zeigt das heute vorgestellte Lagebild für 2022. Laut Bundeskriminalamt sind kriminelle Banden zunehmend bereit, mit teils drastischen Mitteln ihre Macht zu demonstrieren. Erfasst wurden 16 vollendete und 22 versuchte Tötungsdelikte. Der Schaden durch Rauschgifthandel, Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche wird auf 1,3 Milliarden Euro beziffert. 4 Tage nach der Landtagswahl in Bayern haben sich CSU und Freie Wähler auf die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen geeinigt. Morgen sollen sie starten, und zwar mit hoher Geschwindigkeit. Das gaben beide Parteien nach einem ersten Sondierungsgespräch bekannt. Bereits vereinbart sei, sich gemeinsam strikt von der AfD abzugrenzen. Die war bei der Wahl hinter CSU und Freien Wählern auf Platz 3 gelandet. Der Wolf lebt gern in Deutschland. Jedenfalls vermehrt er sich munter. Nach neuesten Zählungen aus den Jahren 22 und 23 gibt es inzwischen 184 Wolfsrudel und 47 Wolfspaare. Das wäre eine gute Nachricht, wenn der Wolf nicht täte, was Wölfe nun mal tun, nämlich andere Tiere fressen. Eigentlich ernähren sich Wölfe von Wild, aber immer öfter reißen sie auch Nutztiere wie Schafe. Der Streit zwischen Tierschützern und Bauern schwelt schon lange. Heute hat die Bundesumweltministerin neue Vorschläge gemacht, die den Abschuss von Wölfen erleichtern könnten. Svenja Domeyer berichtet. Er ist wieder heimisch in deutschen Wäldern. Nach jahrhundertelanger Verfolgung galt der Wolf als ausgerottet, bis ein strenger Schutz die Bestände wieder wachsen ließ. Inzwischen reißt das Raubtier immer häufiger Nutztiere, wie die Schafe von Silvia Krause. Ihr 1,10 Meter hoher Schutzzaun half nicht. Dreimal hat der Wolf dieses Jahr schon Tiere aus ihrer Herde getötet. Es ist ja nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist, meinen Schafen passiert ist. Innerhalb der letzten 10 Jahre. War das jetzt dieses Jahr bis jetzt der 9. Übergriff? Ne? Seit gut 20 Jahren gibt es immer mehr Wölfe. Etwa 184 Rudel streifen derzeit vor allem durch Deutschlands Nordosten. Weil mit ihrer Anzahl auch die Probleme steigen, soll der Abschuss einzelner Tiere jetzt leichter werden. Konkret bereits nach dem ersten Riss können Wölfe 21 Tage lang im Umkreis von 1000 Metern von der betreffenden Weide ohne DNA-Test geschossen werden. Das gilt in Regionen mit erhöhtem Rissvorkommen. Der Wolf muss eine zumutbare Herdenschutzmaßnahme überwunden haben, aber einmalig überwunden haben, nicht mehrfach.
Immerhin, auch in Zukunft keine pauschale Bejagung von Wölfen, lobt der Naturschutzbund, sieht Abschüsse aber generell skeptisch, weil geschwächte Rudel leichte Beute wie Nutztiere sogar eher suchen könnten. Wenn ich sogar anfange, in Rudeln rumzuschießen, also einzelne Tiere zu entnehmen, dann habe ich sogar eventuell Effekte, dass sie verstärkt auf Nutztiere gehen. Wir sehen das an Beispielen in Frankreich, die deutlich weniger Wölfe als in Deutschland haben und viel, viel mehr Risse. Die haben eine Quote eingeführt und das wirkt halt überhaupt nicht. Dem Bauernverband geht Lemkes Entwurf nicht weit genug. Mit solchen Placebo-Lösungen wird die Weidetierhaltung weiterhin einer verfehlten und weltfremden Wolfspolitik geopfert. Landwirt und Pferdezüchter Jürgen Rump wünscht sich, dass Abschüsse auffälliger Wölfe schnell möglich werden. In seiner Nachbarschaft wurden schon 5 Pferde gerissen. Sein Fohlen stellt er nur noch dicht ans Haus. Bei dem Schäfer dort hinten auf der Schafherde haben die Wölfe innerhalb der letzten Jahre über 100 Schafe gerissen. Und dann weiß man auch, wie nah der Wolf ist. Ob der nun 5 Kilometer oder 10 Kilometer entfernt ist, heute hier, morgen da. Zur nächsten Weidesaison sollen die Vorschläge in Kraft treten. Offen bleibt, ob sie den Konflikt zwischen Weidetierhaltern und Wolfsschützern nachhaltig lösen. Und wir machen hier weiter mit Nachrichten aus der Wirtschaft und Hanna Zimmermann. Und da blicken wir auf Zahlen, die heute durchaus aufhorchen lassen. Es geht um die Finanzhilfen der Bundesregierung, die sich in diesem Jahr laut einer neuen Studie mehr als verdoppeln werden auf 208 Milliarden Euro, Frank Bethmann. Das ist ein massiver Anstieg und als Grund wird die Energiekrise genannt. Ja, infolge des Ukraine-Krieges. Der Bundeshaushalt ist geprägt von dem Bemühen, die Folgen für die Verbraucher und Unternehmen zu dämpfen. Die größten Posten der für dieses Jahr geplanten Finanzhilfen sind demnach die Ausgaben für die Strom- und Gaspreisbremse. Dafür allein werden aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds voraussichtlich über 80 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Und damit mehr als der Bund noch 2021 insgesamt an Finanzhilfen gewährte. Von 98 Milliarden Euro im vergangenen Jahr könnten die Unterstützungsgelder laut IFW nun auf 208 Milliarden Euro steigen. Angesichts von Ausmaß und Bedeutung der Energiekrise für das soziale Zusammenleben im Land ist ein Anstieg der Finanzhilfen zu erwarten und nachvollziehbar. Aber dieses enorme Ausmaß sprengt den bislang gekannten Rahmen, sagt Klaus-Friedrich Laser, Subventionsexperte beim Institut für Weltwirtschaft Kiel. Offen allerdings ist, ob die Hilfen des Bundes auch wirklich in dieser Höhe ausfallen werden. Die Mittel für die Strom- und Gaspreisbremse sind noch längst nicht ausgeschöpft. Vielen Dank, Frank, für diese Einordnungen. Das Internationale Olympische Komitee hat Russland aus dem internationalen Dachverband ausgeschlossen. Dies sei geschehen, weil die russische Seite Regionalverbände aus 4 annektierten ukrainischen Gebieten aufgenommen habe. Das sei ein Bruch der Olympischen Charta, so das IOC. Weiterhin ungeklärt ist dagegen die Frage, ob bei den Sommerspielen 2024 russische Sportlerinnen und Sportler teilnehmen dürfen. Die Eichendorff-Schule in Erlangen ist heute mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet worden. Der Hauptpreis, der mit 100.000 Euro dotiert ist, wurde von Bundespräsident Steinmeier überreicht. Die Jury lobte die Bayerische Mittelschule für ihr pädagogisches Konzept. Sie setze etwa auf Lernlabore, um ihren Schülern die Angst vor Fächern zu nehmen und ihnen Freude am Lernen zu vermitteln. Und zum Schluss zu einer Ausstellung, die genauso monumental ist wie der Ort, an dem sie stattfindet. Die Geschichte des deutschen Films, gezeigt in der Völklinger Hütte, dem riesigen Eisenwerk im Saarland, das längst Weltkulturerbe ist. In der historischen Gebläsehalle eine Schau vom deutschen Stummfilm bis hin zu legendären Oscar-Gewinnern. Von 1895 bis jetzt. Ab diesem Samstag ist die Ausstellung für uns alle zu sehen. Susanne Freitag-Carteron durfte heute schon mal gucken, wie Filmindustrie auf Industriekultur trifft. Die ersten bewegten Bilder wurden noch angekurbelt. Das war dann die erste Kinovorführung der Welt im Berliner Wintergartentheater 1895. Und schon 1919 gab es Deutschlands ersten weiblichen Stummfilmstar, Asta Nielsen. Ihre Filme wurden weltweit vermarktet, lange bevor es Netflix gab.
An der Decke hängt der Vorläufer der heutigen GoPro. Leni Riefenstahl schnallte sie 1931 auf Skier für den Film Der Weiße Rausch. Auf riesigen Leinwänden flimmern 128 Jahre deutsche Filmgeschichte. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Wirtschaftswunder, Wiedervereinigung, vorher noch Ost und West, Ufer und Defer. Das ist wirklich ganz wunderbar, dass wir diese ganze Zeit so auf den Punkt bringen können mit einer Kunstform, nämlich mit dem Film. Monument der Filmgeschichte, Metropolis von Fritz Lang. Hier stehen die Originalmasken, Kostüme, Dokumente. Der Film entstand 1927, von Kritikern zerrissen, erst gekürzt, dann mühsam rekonstruiert, heute Kult und Referenz. Ridley Scott klaute kräftig für Blade Runner, der inzwischen selbst zum Kultfilm wurde. Und auch Ghost in the Shell, japanischer Cyberpunk, ist Metropolis inspiriert. Wir haben so viel Mühe auf diesen Film und nicht nur wir, sondern Filmarchive international haben notgedrungen, weil er so verstümmelt war, so viel Mühe auf diesen Film verwendet. Wir zeigen mal, dass es sich gelohnt hat, weil dieser Film tatsächlich Ausstrahlungskraft hatte. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Der blaue Engel machte Marlene Dietrich zur Ikone. Nicht nur der Film sorgte für einen Skandal, sondern auch dieser Hosenanzug, den man damals als Frau noch nicht zu tragen hatte. Das Spiel mit den Geschlechterrollen, Homosexualität, queere Themen ziehen sich durch die Filmepochen. Rosa von Braunheim brach in den 1970ern radikal mit Tabus. Lasst uns schwuler werden! Aber er war nicht der Erste. Das ist das nachgebaute Filmset von Mädchen in Uniform. 1958 küssten sich hier Lilli Palmer und Romy Schneider. Wir beginnen ja schon früh mit dem Hinweis darauf, dass queere Themen im deutschen Film nicht erst nach 1970 aufgetaucht sind, sondern schon 1919 das erste Mal oder auch 1917 schon. Und insofern ist es auch eine Vollendung der inhaltlichen Geschichte, die hier erzählt wird. Die neueren Werke beklemmend aktuell. Wie das preisgekrönte Kriegsdrama Im Westen nichts Neues. Die Ausstellung ist ein Run durch die Epochen. Ein gigantisches Multimedia-Spektakel in historischer Industriekulisse. Ganz großes Kino. Auf 80 Meter gehen. Auf 80 Meter gehen. Langsam. Und das war's von uns. Maybrit Illner diskutiert hier jetzt gleich weiter. Titel ihrer Sendung: Terrorangriff auf Israel, uneingeschränkte Solidarität. Zu Gast sind unter anderem Annalena Baerbock, Armin Laschet und der Terrorismusexperte Peter Neumann. Und später gibt's dann noch unser Heute-Journal-Update gegen 0.30 Uhr mit Christopher Wehrmann. Und uns gibt's morgen wieder. Einen schönen Abend und tschüss. Tschüss. Guten Abend. Morgen liegt ein Sturmtief vor Skandinavien und es gibt da wirklich viel Wind, vor allen Dingen hier südöstlich von Island. Das sehen Sie an der Drängung der Isobaren der liniengleichen Luftdrucks. Aber auch bei uns gibt es morgen viel Wind, viel Regen und viel Wärme. Heute Nacht regnet es noch leicht und es bleibt noch mild. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 10 Grad. Im Nordosten wird es bei 9 bis 6 Grad schon kälter. Und morgen breitet sich der Regen aus. Am Vormittag geht das los hier über Nordrhein-Westfalen. Dann auch in Niedersachsen, in Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg fällt Regen. Dann beruhigt sich die Lage kurz. Zum späten Nachmittag und Abend drohen dann kräftige Schauer, zum Teil auch Gewitter von Nordwesten. Dazu gibt es schwere Sturmböen an der Küste und auf den Brocken im Harz vielleicht sogar Orkanböen. Von all dem bekommen Sie ganz im Süden nichts mit. Da strahlt die Sonne und so sind rekordverdächtige Temperaturen bis 30 Grad mit Föhn am Alpenrand oder auch im Breisgau möglich. Auch sonst ist es mild bis warm mit 18 bis 26 Grad. Diese 30 Grad werden uns dann aber verlassen. Sie ziehen hier nach Osten ab und kalte Luft flutet Mitteleuropa. Diese 10 Grad erreichen bis Montag auch Ungarn. Der Samstag wird ein sehr wechselhafter Tag. Am Sonntag kann es im Erzgebirge oberhalb von 800 Meter für einzelne Schneeflocken reichen. Am Montag beschränken sich einige Regenschauer auf den Nordosten. Schönen Abend.